Jetzt wird's cringe, Freunde. Jetzt wird's richtig cringe, Digga. Komm schon, Chat, gönnt doch einmal. Oha, null. Was gibt es für interessante Videos, die wir uns anschauen können? Warte mal, hatte ich mir nicht eins abgesaved? Ah, this is the wrong channel, bruv. Nee, Maxi kommt heute nicht. Er hat mir schon gesagt, dass er nicht kommt. Der ist, glaube ich, noch unterwegs. Genau das wollte ich angucken. Ja, genau das wollte ich angucken. Ich habe bei irgendeinem Random in einem Video mitgemacht. Der hat mich auf der Straße gefragt, ob ich bei ihm ein Video mitmachen kann. Warte mal. Wir haben Inscope 21 getroffen. Oh, Meister. Wir haben Cosimo getroffen. Was geht ab? Hier ist der Checker vom Neckar. Scheiße. Oh Mann. Dalle ein. Es wird krass. Post das Video, dass jeder das sieht. So, liebe Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen auf GrußTV. Ja, es war einfach irgendein Typ, der random auf der Straße da war. Da war ich in der Stadt am Wochenende. Ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, why not? Ich komm, mach kurz mit. Warte mal, wo ist unsere Stelle? Komm, lass uns den Part von Cosimo angucken. Und wann komm ich? Ja, da komm ich. Ja, okay, komm, wir gucken uns kurz erst den Part von Mosiko an. Let's go. Ist das so, Leute? So, Leute, wir haben einen Ehrengast hier. Cosimo. Was geht ab? Hier ist der Checker vom Neckar. Damit ihr Bescheid wisst, mein neues Single Bomba Loca, Furi und Granate. Hört es euch an. Bomba Loca. Dann, wenn nicht, ihr schuldet mir Geld. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, die Jungs sind geil, Mann. Schaut eure YouTube. Alter, Buros, fühle ich. Videos an. Unterstützt die Jungs. Ey, kauft das. Kauft das. Alle bestellen, alle kaufen. Streamen, braucht ihr nicht Spotify. Kaufen. Streamen. Auch streamen, auch, weißt du? Streamen. Teuer alles. Okay, boah. Damit ihr Digga, was ist das für ein Einstecktuch? Holy shit. Aber vom Aussehen her sind beide einfach nicht so mein Typ. Weil auf was stehst du denn? Ja, dunkle Haare, so einfach dunkler Typ, so türkisch. Also der hat so ein Video gemacht, wen man jetzt eher nehmen würde, Monte oder Mois? So was Richtung. Ist halt beides absoluter Schmutz, ne? Ja, sowas. Also mit Bart auf jeden Fall dunkel, deswegen würde ich jetzt mal sagen, kein von beiden, aber wenn ich wählen müsste, dann Mois, weil er einfach besser aussieht. Cool. Okay, willst du noch jemanden grüßen? Alter, no front an Monte. Ich grüße die Vivi. Und dein Insta-Account? Julia.mandic. Was willst du mir sagen, aber? Einfach ganz chill. Oh mein Gott, Digga. So, hier. Was müssen wir sagen, aber? Mit nächsten Kandidaten, die müssen die Bilder hier anschauen und sagen, mit wem sie ein Date hätten. Wie heißt du? Sarah. Du? Pelder. Wie bitte? So, Mädels. Und halt von oben, dass die den Typen sind. Ja, okay. Mit wem hättet ihr lieber ein Date? Mit dem oder mit dem? Ey, was habt ihr die ganze Zeit mit eurem Dilara, Digga? Entscheid einfach von. Also wenn. Und dann lernen wir mit mir. Der hat Geld, der hat so eine dicke Karre, der hat Muskeln, ne? Sieht hübsch aus, blond. Locks. Gar kein. Ich glaub, gar kein. Gar kein beiden. Aber schaut die euch mal an. Es ist so ein Mädel. Kennt ihr die Mädels, die so eine Kette haben, wo ihr eigener Name draufsteht? Die Mädels kenne ich. Die kenne ich sehr, sehr gut. Locks. Gar kein. Okay. Aber schaut die euch mal an. Ey, ich könnte jetzt einen ganz ekelhaften Kommentar zu so einer Kette machen, aber egal, lassen wir es lieber. So ein Lambo rumcruisen. Nein. Sowas zieht nicht. Nein, das war keine Anspielung auf Elena, das meinte ich nicht. Ich meinte nicht Elena damit. Ihr würdet keinen von ihr aggressiv finden? Nee. Okay. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Nein. Euer Insta? Instagram gar nichts. Ja, Insta. Insta, gell? Insta. Die schönen Fame. So auf Insta. Warte. Weiß nicht selber auswendig, gell, wie du heißt. Doch, ich habe meinen Namen geändert, deshalb. Also Sarah Kader mit 2 R. Sarah 2 Kara mit Z, aber schreibt mal die. Weil du? Du möchtest nicht, ne? Okay. Du bist schon fame genug, gell? Das ist so. Man merkt schon. Ausstrahlung. Ist an! Mikro auch oben, ganz wichtig. Jetzt wird's cringe, Freunde. Jetzt wird's richtig cringe, Digga. Alter, aber guckt euch mal an, wie ich in dem Video rüberkomme. Alter, Maschallah, einfach der Hässliche. Das darf ich nicht verloren gehen. Er sieht voll gut aus, Jani auch. Also, dein Freund ist nicht da, oder? Ja. Also gut. So, liebe Leute, wir haben einen Ehrengast da. Stell dich mal vor. Ich glaube, alle kennen dich schon, aber... Oh, Meister. Okay, Inscope 21 ist heute da. Und der bewertet diese 2 Bilder. Ich glaube, er kennt die auch. Okay. Hätte denn mir da mal 2 Mädels hingetan, Digga? Sag mal, also Inscope 21 von... mit Ron verwandt? Ron? Für Ron Bilecki? Nein, kenne ich nicht. Also nicht? Nein. Okay, weil deine Aussprache ist ähnlich. Danke, Bruder. Gerne. Ich glaube, das war kein Kompliment, aber egal. Doch, doch. Schon, oder? Ja, ja.
Das wird jetzt ich bin voll begeistert von ihm. Also ich könnte ihn den ganzen Tag anschauen. Und dann, okay, Bro, welche von den beiden würdest du auf ein Date einladen? Also so essen gehen. Einladen. Oder lass dich einladen von dir. Ja, ich lass mich einladen, weil einladen tue ich ganz sicher nicht. Okay, gut. Von wem würde ich mich eher einladen lassen? Also Moist oder eher Montana? Ja, also auf jeden Fall von Monte. Von Monte, gell? Ja. Okay. Willst du auch wissen, warum? Warum? Ich sag's dir morgen. Du sagst morgen? Mhm. Okay. Wir haben schon Nummern ausgetauscht und so. Wir sind schon Homies, richtig geworden. Okay. Insgemeinsam, willst du noch irgendjemanden grüßen? Vielleicht Monte oder... Monte, lad ihn ein, geh auf richtig Döner-Kebab-Laden oder sowas. Wahrscheinlich. Nehmt ihr schon auf? Ich glaube schon, ja. Okay. Oh, da wurde probiert, wieder ein heftiger Joke rauszuhauen. Ging von komplett nach hinten los von mir an der Stelle. Alles klar, schönen Tag euch. Schönen Tag euch. Danke, dass du da warst. Ciao, ciao. Ciao. Wie geht's? Ja, also auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdet ihr jetzt meinen Auftritt hier bewerten? Ey, komm schon, Chat, gönnt doch einmal. Oha, 0. 0. Also kommt schon. Also, 0 ist übertrieben. Eine stabile 2. Damit gebe ich mich zufrieden. Eine stabile 2. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Wie oft musstet ihr gerade extrem laut lachen, weil es so witzig von mir war? So, was wollte ich noch tun? Haki mit 5 Euro. Mo Meise, guck mal deine Insta-DMs. Versuche dich seit 2 Wochen zu kontaktieren. Ey, Digga, nimmst du nicht übel, okay? Das jetzt hat nichts damit zu tun, dass ich abgehoben bin oder so. Aber ich antworte nicht auf Insta-DMs. Außer du hast Doppel-D, Digga. Nee, Spaß. Aber guck mal, das Ding ist, ich krieg am Tag wirklich extrem viele Instagram-DMs, okay? Also wirklich extrem viele. Guck mal, wenn ich zum Beispiel, ich kann das dir gerne als Beispiel zeigen, okay? Ich kann zum Beispiel, jetzt wird nicht so viel los sein, weil ich jetzt heute nur eine Story gepostet habe. Aber ich kann dir zum Beispiel kurz zeigen. Also bei mir kommen jetzt hier zum Beispiel, heute ist echt wenig los, aber hier kommen zum Beispiel im Minutentakt hier, kommen bei mir die Nachrichten an. Und heute ist wirklich sehr, sehr wenig los, okay? Heute ist wirklich sehr, 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 sehr wenig los. Warte, ich scroll mal ein bisschen runter. Warte, ich scroll ein bisschen weiter, ich scroll ein bisschen weiter. Ich hasse es, wenn Profile auf privat sind, gell? Es ist so behindert. Dann ist da eine, die schreibt dir, du willst gucken, wie die aussieht, privat. Egal. Jedenfalls, guck mal, diese Nachrichten, die ich jetzt hier gerade durchscroll, die sind alle nur von heute, okay? Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein bisschen... Das hat nichts mit Weird Facts zu tun. Ich erkläre ihm, warum ich nicht auf Insta DMs antworte, Digga. Zumindest nicht auf viele. Dann gehe ich zum Beispiel in meine DMs, wenn ich viele Stories gepostet habe. Und dann kriege ich an dem Tag, keine Ahnung, wie viele Nachrichten. Das sind 500, 600 Nachrichten. Die kannst du halt nicht beantworten, Digga. Ist ja auch völlig klar. Und ich meine... Was willst du auch auf... Viele Antworten sind einfach sowas wie... Moin Meister. Oder du siehst scheiße aus. Oder du bist kacke. Oder komm live, Kappa. Und was soll ich bitte darauf antworten? Aber genau deswegen ist man doch auch einfach mal live. Da können Leute in Livestream reinkommen. Die können eine Frage stellen. Einfach einen Chat schreiben oder wie auch immer. Und dann bin ich doch am Stissel. Oder? Ist doch super, oder? Perfekt. Backfisch for Life mit 5 Euro. Stream mal an den anderen Tagen... Wieder er. Gibt auch noch Leute, die früh aufstehen, um zu arbeiten, du Huren. Und wo ist eigentlich die alte Kappa? Okay, Backfisch for Life, jetzt wo du sagst, ja, natürlich. Wie konnte ich nicht schon viel früher darauf kommen? Ab sofort streame ich früher. Danke dir für den Hinweis, Bro. Oh Mann, Alter, wir richten uns einfach mal, lass uns doch einfach unser gesamtes Leben nach Backfisch for Life richten. Also wirklich eine sehr, sehr starke Dono. Wirklich eine sehr, sehr starke. Miss Alex 5 Euro, das heißt, wahrscheinlich Miss MS Alex. Morgan Chatern, der Type ist so ähnlich, wie du in Interviews sagst. In Interviews sagt er immer, dass er wüchst. Bei ihm schallert es. Ernsthaft? Ey, ich würde ja dann, also ganz ehrlich, mit Morgan Chatern würde ich mal extrem gerne einen Livestream machen, aber ich habe das Gefühl, dass ich den Typen nicht verstehen werde. Lara mit der Nachricht, jo, bin 23 und hab Doppel-D Real Talk. Ja, dann schreib mir doch einfach mal eine Nachricht. Oh Mann, oh man, I can't believe this shit, bro, I can't believe this shit. Ah ja, genau, übrigens, die Jungs von Getreidetreu. Ach du heilige Scheiße. Wir wollten das... Ich habe mir das Video gerade nicht wirklich bis zum Schluss gegeben, oder? ...ihm noch ein Intro mache. Nein, Leute, ich bettel nicht um Daumen hoch, keine Sorge. Wenn ihr mehr davon hören wollt, dann müsst ihr jetzt einen Daumen hoch geben. Schreibt mir einen Kommentar. Wenn ich den Kanal jetzt noch abonniere und das Video like, dann ist mein Leben komplett over. Bis dann. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She's